Tunz mir ein Igulem. Inste irme ein Igule imle. Da dins ma dir ein Ladigula dim. Das ist alles Berndeutsch. Aber das ist etwas schwierig zu verstehen. Das Erste, was ich gesagt habe, tunz mir ein Igulem, ist Berndeutsch. Aber das Besonderes, eins, wo man in einem Quartier geredet hat, von der Stadt Bern, ein relativ kleines, und wo nicht überall verstanden worden ist, aber es war die Umgangssprache dort. Und zwar ist das in der Matte, das ist ein, eben ein kleines Quartier besonders, wo die Sprache herkommt. Zu diesem Quartier muss man mal sagen, es existiert schon seit der Gründung der Stadt, auch wenn man es manchmal nicht wahrhaben will. Das war der Grund sogar, dass man die Stadt hier gegründet hat. Der Herzog hat das so wollen. Erstens mal wegen der Landzunge, die oben nachher die Stadt ist. Und nachher rund um ihr hat es dann ein Canyon, eine Schlucht. Und dort tut die Aare, der Fluss, fließen. Und am Fuß von dieser Stadt, unterhalb von Münster, unter anderem, hatte es eine Insel. Ein Seitenarm von dieser Aare ist dort durchgegangen. Und das war eben der Grund, dass man dort sich gesädelt hat. Nämlich der Herzog Berchtold V. von Zähringer hat gefunden, dass wir dort die Industrie her. Ist einfach, ein Kanal muss man nicht machen, man muss höchstens ein bisschen büscheln. Und dann kann man die auf der Insel und auf dem Festland Häusli herstellen und dann ein Wasserrad vor dem Rad tun. Und dann ist das nachher der Antrieb von dieser Maschine, von der Maschine innerhalb vom Haus. Also wo man eine Mühle zum Beispiel. Oder eine Schmiede. Eine Schmiede. Und das hat er dann angefangen und ist durchgezogen worden. Der Herzog hat an und für sich gefunden, er wollte das als Zeughaus. Aber nachdem das nicht mehr gegeben hat, war die Industrie da und man hat es gebraucht. Es hat noch etwas Zusätzliches gehabt, nicht nur die Industrie, sondern es war schon ein Knotenpunkt von der Schifffahrt. Und die Schifffahrt war sehr gross. Nämlich, man hat alles, was die Stadt gebraucht hat, oder einen grossen Teil, vom Oberland hergebracht, also von Brienz her, über das Wasser bis auf Bern. Oder man hat den Wein unter anderem vom Wattland, von Gossone her, über den Berg über, auf einen Neuenburgersee, nachher entweder den Bielersee oder den Murtensee gebrungen. Nach dem Bielersee ist man nachher um einen Rank durch den Arbergerkanal und ist dann nachher in Bern gelandet. Es gibt übrigens so einen Spruch, wo man wahrscheinlich alle wissen, wie das ist, nämlich, es heisst «In la charge pour soleur». Das heisst, die Leute, die hier auf dem Neuenburgersee waren, zu wenig Wind, warm, haben gerudert, Durst bekommen, zu wenig Wasser kam, haben sie halt einfach vom Fass, das sie transportiert haben, von diesen Fässern abgezogen. Und dann waren sie wirklich chargiert, als sie zu Lothar angekommen sind. Und das hat nachher sehr viele Prozesse gegeben, unter anderem. Und das ist auch der Grund, unter anderem, wieso, nein, das war jetzt ein dummer Übergang. Der Grund, dass wir da spezielle Sprache haben, ist auch im Zusammenhang mit der Schifffahrt. Und nicht mit dem Wein. Wir
Man hat zweimal im Jahr den grössten Jahrmarkt nördlich von den Alpen besucht. Man hat die Ware, die man hier in der Stadt gemacht hat, dort verkauft. Da sind die Schiffe geladen, etwa mit 12 Tonnen geladen, sind nachher die Aare zu dort ab, bis dort, wo nachher der Rhein in die Aare hineinfließt. Und dort, wo man rankommen, war dann noch die Zurzach. Und dort war eben der Riesenmerit. Ein europäischer Merit, das heisst, es hat ganz viele Leute gehabt. Von ganz Europa, gut, also nicht von Italien, aber vom nördlichen Teil schon. Und es hat natürlich ganz viele Leute gehabt, die ihren Beruf fahrend, also von Dorf zu Dorf, angeboten haben. Störenarbeit, sagen wir auf Berndeutsch. Und die, die so gereist sind, haben sich müssen verständigen können, weil die Dialekte, die verschiedenen Deutsch einfach nicht unbedingt schwer, einfach zu verstehen sind. Ihr könnt euch schon mal überlegen, wenn ihr von der Schweiz aus denkt, das Alemannisch, das wir reden, ist im, sagen wir mal, in Brieg, nicht gleich wie das in Stuttgart. Also so hat man nachher die Sprache, und nachher geht es ja noch weiter nach Norden. Ne? Plattdeutsch ist noch einmal etwas anderes. Und so hat sich irgendwann mal eine Sprache entwickelt, beziehungsweise Ausdrücke, die alle verstanden haben. Und dem sagt man Rotwelsch. Und das Verrückte ist, wenn ich sage, heute einfach, das ist eine Gaunersprache. Dann wird die protestieren. Aber es ist nicht rauszubringen, weil es ist wissenschaftlich geschrieben und voilà. Jetzt ist es eine Gaunersprache. Natürlich haben nachher die einfacheren Leute das noch gebraucht. Aber unsere Leute, habe ich glaube ich gesagt, die Sprache heisst Rotwelsch. Rotwelsch. Und da kommt eben die Frage, ob wir in der Mathe Rotwelsch haben. Eigentlich nicht. Wir können uns nicht unterhalten auf Rotwelsch. Wir haben die Wörter, also nicht wir, unsere Vorgänger, haben die Wörter noch verbärendeutscht. Sie haben einfach ein paar gehört, haben sie mitgenommen und dann ist das zur Umgangssprache geworden. Weil Mätteler, also die Mattenleute, doch sehr weltoffen waren, in der Welt herumgekommen sind. Jesus, das geht hinger. Gut. Also, es tönt so zum Beispiel. Darf ich eine Minute drüber? Es tönt so. Wenn die Schulkinder einen freien Nachmittag haben, legen sie das Geld zusammen. Wenn die Juggler einen Freier haben, legen sie den Lobby zusammen. Mit dem gehen sie dann zum Bäck gehen, Brot kaufen, zum Metzger Kümmelwürst kaufen und zu der Mutter heim, gehen Zündhölzchen abräumen. Und das tönt dann so. Mit diesem Lobby gehen sie dann zum Fluscher Kümmelerquanten oder zum Pflüssling Turbengrimmen. Und zu der Mehrheit gehen von schneifen. So, das ist ein bisschen konzentriert, aber man kommt danach nachher. Wenn man normal redet, dann hat man viel mehr Berndeutsch drin, als das, was ich jetzt gemacht habe. Jetzt gibt es aber noch das Mathe Englisch. Und das ist eine Keimsprache. Es ist keine Sprache mit Wörtern, sondern es ist ein System, wie man umstellt. Es ist eine Spielsprache. Man spielt mit den Buchstaben oder mit den Silben, indem man sie im Wort vertauscht. In unserem Fall tut man den Teil, den man wegnimmt, ersetzen durch ein I. Und der Rest am Ende des Wortes, wo immer ein Vokal ist, das hat zu tun mit der Art, die man hinterher tut, der wird jetzt um ein E.
Also ein Tisch, ich kann es nicht näher machen. Uiuiui. ein Tisch wäre dann ein Ischte. Eben, hä? Tisch, Ischte. Oder eine Bank, Inkbe. Oder ein Iuerte, ein Bauer. Und dann braucht es natürlich dazu ein Iblege und ein Isserme. So kann man nachher reden. Das ist übrigens nicht absolut exklusiv, sondern eine Spielsprache, die es in allen Sprachen gibt. Auf Französisch, auf Englisch auch. Und auf Französisch sagt man le verlan. Und wenn man das hinterher sagt, c'est l'envers. Dann läuft das auch so. Das sind die Geheimsprachen, die es gibt. Ja. Es gäbe noch etwas zu sagen. Ich hoffe, ihr habt das ein bisschen mitbekommen, wodurch das geht. Und jetzt müsst ihr noch das richtige Bild her tun. Das ist das Logo vom Mathe-Englisch-Club. Das sind die Leute, die versuchen, die Sprache zu erhalten, dass Kenntnis da ist. Der Mathe-Dialekt ist weg, der ist gestorben, weg. Aber wir versuchen das den Leuten beizubringen, dass sie es hören und dass sie wissen, wie das öppe gegangen ist. Mehr kann ich im Moment leider oder darf ich nicht. Merci vielmals.